und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Retroplay mit einem neuen Gast, denn der Markus ist bei mir. Hallo Markus. Hallöchen. Und Markus wird jetzt mit mir zusammen ein neues, altes Spiel spielen, was wir auch damals sehr gerne zusammen gespielt haben, sogar gegeneinander, aber das machen wir mal wann anders. Erstmal spielen wir es zusammen und wie könnte es anders sein, ist es ein Strategiespiel. Mhm. Ein ganz, ganz frühes Echtzeitstrategiespiel. Ja, und zwar so ziemlich das erste seiner Art, muss ich sagen. Ein wahrer Lostreter eines ganzen Genres von Strategiespielen. Nämlich den sogenannten Göttersimulationen. Ja, und Eingeweihte werden schon direkt erraten haben, um was es geht. Es geht natürlich um, wo haben wir es? Da. Populus. Oder zu Englisch Populus, glaube ich. Aber für mich wird das immer Populus bleiben. Populus, das damals, als es erschienen ist, 1989. Ich glaube, ich kannte es erst 91, aber ist egal. Da war jedenfalls mein Englisch noch nicht so super. Und es ist ja sowieso eigentlich lateinisch, glaube ich, Populus. Also es hat keiner, den ich kenne, hat Populous gesagt. Insofern, ja. Genau, ganz kurz, Populus, das erste große, erfolgreiche Spiel von Bullfrog. Manche sagen, es sei das erste. Ich glaube, es gab noch eins vorher, Fusion. Bin mir nicht so ganz sicher. Die Quellenangaben im Internet sind da etwas lückenhaft. Auf jeden Fall das, unter dem Bullfrog bekannt wurde und natürlich auch der Lead-Designer und Entwickler dieses Spiels. Peter Molyneux. Ja, Sir Peter Molyneux. Britischer Softwareentwickler. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist er geadelt worden. Hat nach Populus noch ganz viele andere bekannte Spiele gemacht. Ja, Black and White. Ich habe jetzt erstmal Populus 2 gedacht oder so. Und ja gut, und Populus 3. Das gab es ja nicht für Amiga. Genau, aber was für ein Amiga noch gab, war Syndicate. Theme Park ist noch für ein Amiga erschienen. Und ich glaube, dann hörte es so langsam auf. Dann kam für den PC Dungeon Keeper und Theme Hospital und Magic Carpet. Aber wir greifen viel zu weit in die Zukunft. Wir schauen uns jetzt erstmal das erste große Spiel an, die erste große Göttersimulation eines der ganz frühen Echtzeitstrategiespiele. Ja, lass uns Welten bauen. Genau. Und damit wünschen wir euch wie immer viel Spaß. So, dann lasst uns doch, wie wir das ja immer so bei Retroplay machen, ja, Markus ist das erste Mal dabei, muss ich ein bisschen nochmal mehr erklären. Wobei, du hast ja, glaube ich, schon die eine oder andere Folge gesehen, wenn ich das so... Ich bin ja quasi Abonnent. 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 Ja. Hört auf diesen Mann, solltet ihr noch nicht Abonnent unseres Kanals sein, dann ist jetzt die Gelegenheit, auf den Abonnieren-Knopf zu drücken. Und derweil, während ihr das macht, schauen wir uns doch nochmal die Verpackung an. Und ich muss sagen, ein sehr schönes Covermotiv. Ja, so ein bisschen fantastisch, ne? Finde ich. Ein fantastisches Covermotiv. Wir sehen, wie Erde quasi aus dem Höllenschlund herausgeschleudert wird, mit Siedlungen drauf, sehr schön gemacht. Rückseite sehen wir auch schon ein paar Screenshots aus dem Spiel. The power of light or the force of darkness, you decide. Oder zu Deutsch, die Stärke des Lichts oder die Macht der Finsternis, die Entscheidung liegt bei Ihnen. Wobei Licht und Finsternis, also ich meine, man hat nicht mehr die blauen oder die grünen Männchen. Und ja, aber der eine hat doch das Ankh-Zeichen und der andere hat den Totenschädel. Ja gut, aber die... Ja, ist... Die Zauberwirkweisen sind identisch. Ja, ich meine, es sah halt etwas anders aus. Alles ist relativ, ne? Genau, dann haben wir natürlich die Anleitung drin in drei Sprachen. Und wir hatten vorhin schon mal reingeguckt, wenn man sich die etwas genauer anguckt, also die sieht noch original gedruckt aus, also nicht, nicht in der Druckerei gedruckt, sondern irgendwie auf dem Drucker gedruckt, so irgendwie. So nein. Oder kopiert... Aber es ist ja egal, es ist alles drin, was man braucht. Da werden wir dann auch nachher
glaube ich, noch das ein oder andere Mal reinschauen, was denn die Knöpfe jetzt nochmal so genau heißen. Ja, ist schon eine Weile her, dass ich es letztes Mal gespielt habe. Und hier steht es auch nochmal drin, man kann das auch zu zweit spielen. Also wir zeigen euch jetzt den Einspielermodus. Man kann das auch zu zweit spielen an zwei Amigas gegeneinander mit Nullmodemkabel. Schauen wir mal, wenn wir das technisch irgendwie hinkriegen, dann zeigen wir euch das sicher auch mal, aber heute erstmal den Singleplayer-Modus. Genau, ansonsten, ja, wenn wir noch intensiver draufschauen im Laufe des Spiels und dann die eine Diskette, wie ja viele große Amiga-Spiele eine Diskette haben, war ja damals auch gerade 89, als es erschienen ist, noch sehr, sehr üblich, bevor dann so Dinge kamen wie Monkey Island 2 mit 11 Disketten oder Beneath Steel Sky mit 15 Disketten oder so. Mir hat Ultima 6 schon gereicht. Das hatte 4 Disketten. Ja gut, aber das war das Problem bei Ultima 6 war nicht die Anzahl der Disketten. Nein, sondern eher der Rhythmus, in dem man sie wechseln musste. Ja, und die Geschwindigkeit. Ich erinnere mich, ich hatte es auf Festplatte installiert und also Ultima 6 Rollenspiel, Klick, du sollst vorwärts gehen, Klick. Ich habe gesagt vorwärts, Klick, dann macht ihr die Festplatte und dann ruckelt er eins vorwärts. Neben mir sitzt übrigens ein Wahnsinniger, der das auf einem Amiga 500 durchgespielt hat. Ja, mit 3 Diskettenlaufwerken. Immerhin. Aber er hatte 2 Megabyte RAM. Okay. Ja, also das ging dann schon. Da konnte man schon was mitmachen. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir doch mal in Populous rein. Und wir sehen hier schon den Startbildschirm mit angepasstem Mauscursor. Sehr, sehr schön. Und ja, das haben wir jetzt, laden wir jetzt vor der Diskette, deswegen dauert es immer mal ein bisschen. Hier haben wir den Titelbildschirm und dass der Mauszeiger jetzt eingefroren ist, verheißt... Das hat nichts zu bedeuten. Hat nichts zu bedeuten, das heißt nämlich, er lädt jetzt das Intro. Man kann quasi das Intro überspringen, indem man ganz schnell den Spielmodus auswählt. Und hier sehen wir jetzt auch schon die Grafik. Das Besondere bei Populous ist ja diese ISO-3D-Grafik. Gab es auch vorher schon, aber hier haben wir tatsächlich verschiedene Höhenstufen. Und die sind auch ganz spielrelevant. Genau. Denn es gibt diese kleinen Männchen, die werden wir auch später im Spiel sehen, die dort Häuschen bauen. Und ich glaube, wir verraten nicht zu viel, wenn wir jetzt schon sagen, man kann sie nicht steuern, sondern die handeln ganz autark. Ja, die suchen sich ihren Platz, wo sie ihre Hütte bauen können. Und je mehr Platz sie haben, umso größer wird die Hütte. Und je größer die Hütte, umso mehr Leute passen rein und umso glücklicher sind sie und umso lieber haben sie ihren Gott, in dessen Rolle wir jetzt schlüpfen. Genau. Also umso mehr Mana kriegen wir entsprechend auch oder Glaube oder wie auch immer das hier. Ja, ich glaube, es heißt tatsächlich Mana, wenn man da im Handbuch mal die Referenz zu Hilfe nimmt. Gucken wir doch mal. Weil dieses Mana ist ganz grundlegend wichtig, denn das brauchen wir, um wirken zu können. Sei es die Erde zu formen, indem wir Ebenen abtragen oder hinzufügen oder später auch Katastrophen auslösen. Katastrophen, genau. Beim Gegner natürlich. Flammenregen, Vulkane, Überschwemmungen, das sind so alles die kleinen Nettigkeiten, mit denen man seine Feinde piesacken kann. Genau. Und es gibt Ritter. Wir sehen hier jetzt einen Ritterkampf. Auch ein ganz wichtiges Element, denn letztendlich, man muss den Gegner platt machen und ein Weg, das zu machen, ist, Ritter auszubilden. Ja. Man kann auch tatsächlich mehr als einen Ritter haben, aber das ist jetzt nichts, wo man... Oh, und hier hat jetzt der Böse gewonnen, wenn ich das richtig sehe. Jetzt brennen alle Häuser. Ja, alles wird niedergebrannt. Gold. Übrigens, sehr schöne Titelmusik von Rob Hubbard. Hat man auf dem Amiga, hat er nicht so viel gemacht, ist er mehr bekannt für die Musik auf dem C64. Finde ich aber auch ein sehr schön gängiges Stück, genau, so heißt das. So, dann bevor wir jetzt gleich wieder in das Ausmalmenü kommen, wo man sehr schnell auswählen muss, was man tut, und weil dann sofort wieder das Intro kommt, gucken wir doch erstmal, was wir auswählen können. Nämlich, es gibt Tutorial.
Das ist ein vorprogrammiertes Spiel zur Erprobung deiner Kräfte. Conquest. Conquest besteht aus 500 vordefinierten Welten, von denen einige schwieriger zu bewältigen ist als die andere. Die erste ist Genesis. Wenn du dort die Opposition geschlagen hast, wird dir die Eroberung einer anderen, schwierigeren Welt übertragen. Ja, ich glaube sogar, das war, je nachdem, wie gut man sich geschlagen hat in dieser Welt, kann man verschiedene Stufen überspringen und landet dann ein paar Welten weiter. Du erinnerst dich richtig, denn die Anleitung sagt an der Stelle, der Schwierigkeitsgrad richtet sich nach der vorher erreichten Punktzahl. Du kannst immer erst in eine andere Welt aufsteigen, wenn du den Gegner besiegt hast. Das heißt, man muss nicht, um zu gewinnen, muss man nicht alle 500 Levels schaffen, sondern man kann Levels überspringen. Gut, wir werden jetzt, glaube ich, heute auch nicht alle 500 Levels schaffen. Wir gucken einfach mal, wie weit wir so kommen. Ja. So, mit Start Game wird das Spiel innen gestartet. Mit New Game kann der Name einer neuen Welt angegeben werden. Vielleicht sollte ich das doch nochmal auf Englisch gucken, was da stand. Das Spiel wird innen gestartet. Nee, die Anleitung. Nee, das ist nur die deutsche Anleitung, Tatsache. Aber für Atari, Amiga und PC, deswegen war ich verwirrt. Ah, also keine drei Sprachen, sondern drei Systeme. Eine Drei-Systeme-Anleitung, genau. Nur quasi auch drei Sprachen. Aber musst du deutsche Anleitung mit 48 Seiten ist auch schon ordentlich. Zumal ich mich nicht daran erinnern kann, dass das Spiel dermaßen komplex war. Ja, das wirst du gleich sehen. Also, beim Spiel im Conquest-Modus bist du immer das gute, höchste Wesen. Vor Betreten einer Welt erhältst du Angaben über die Landschaft, den Feind und andere nützliche Dinge. Im Conquest-Modus können die Spielparameter nicht geändert und die Paint-Map-Funktion nicht verwendet werden. Und dann gibt es noch Custom. Im benutzerdefinierbaren Modus können über 60 Spielparameter beliebig geändert und eigene Welten inszeniert werden. Es ist sogar möglich, über Modem oder ein Data-Link-Kabel gegen einen Partner zu spielen. Und das ist dann der Zwei-Spieler-Modus. Ich würde sagen, wir machen Conquest und schauen einfach mal. Dann wird es auch nicht so hart am Anfang. Ich glaube, unsere Möglichkeiten sind aber sehr begrenzt. Wenn ich mich recht erinnere, müssen wir uns die verschiedenen Zauber oder Wunder erst freispielen. Aber War das nicht im zweiten Teil erst? Es kann sein, dass ich das jetzt durcheinander bringe. So, dann machen wir mal schnell Conquest, bevor das Intro wieder kommt. So, wir laden. Und Markus, als unser Populus-Experte, gebührt dir die Ehre, uns zum Sieg zu führen. Ich darf die Maus haben. Und ich gucke dann zwischendurch immer mal in die Anleitung und versuche uns daran zu erinnern, wie das nochmal ging. Und gebe euch da noch Hintergrundinformationen und sowas. So. Ja. Und er lädt. Hintergrund. Du kannst mit Hintergrundinformationen anfangen. Hintergrundinformationen. Peter Molyneux ist das Rückgrat des Programmiererteams und ein Universalgenie. Hat er im Laufe der folgenden Satz. Jahre immer wieder gezeigt, ja. Ja, also Bescheidenheit war noch nie seins. Und er hat ja dann später auch Sachen angekündigt, die dann auch erschienen sind, nur nicht ganz so, wie man das dachte. Ja, da sprichst du was an. Ich habe mir tatsächlich Godus in der Early Access gekauft. Ja, ich auch. Vor wie vielen Jahren war das? 2 Jahren. Ja, es ist immer noch in der Early Access. Ich glaube, es tut sich auch nicht mehr viel an dem Spiel. Schade eigentlich. Apropos, es tut sich nichts. Irgendwie tut sich hier gerade nichts. Muss eine richtig große Welt sein, wenn er so lange lädt. Okay, also es hat tatsächlich einfach nur lange gedauert. Dann, Markus, dann schau doch mal. Ja, also ich sehe hier auf dieser Minimap schon 2 kleine Punkte. Und da sind sie auch schon, meine ersten Anhänger. Genau, wir sehen dort oben auf der Karte die Landschaft. Und Markus springt direkt ins Spiel rein und verändert sie und planiert und hebt und senkt die Erde. Wir können direkt hier sehen, was für einen Effekt das hat. Ja, vor allem kann man hier oben auch an diesem Balken sehen, dass meine Kraft erschöpft ist an diesem Pfeil. Der muss nämlich erst in den Bereich kommen, der es mir ermöglicht, die Erde überhaupt zu verändern. Ansonsten kann ich nämlich nur gucken, was die Männchen so machen. Genau. Und so. Konnte man nicht auch mit der Maus
rechter Mausknopf scrollen oder sowas bewegen? Rechter Mausknopf ist abbauen, und linker Mausknopf ist aufbauen. Das heißt, man muss scrollen geht tatsächlich nur über diese Pfeile, vielleicht auch über die Tastatur. Nein. Da muss ich da gleich mal gucken, weil das ist natürlich etwas, wo man direkt, du kannst, glaube ich, in der Karte kannst du klicken. In der Karte kann ich auch klicken, ja, ja, das ist richtig. Also ich kann immer nur dort Land bauen, wo auch eine Hütte von mir steht. Jetzt habe ich gerade dem armen Männchen die Hütte abgerissen und konnte schwupps nichts mehr bauen. Und wir sehen, je größer die Fläche ist, umso imposanter werden die Gebäude. Und wenn ich meinen Leutchen nur ein kleines Fleckchen zugestehe, dann steht da nur eine Holzhütte. Und wenn er eine große Fläche hat, dann steht da eine richtige Burg. Ja, und wir hatten es vorhin schon mal gesagt, wenn in den Burgen leben mehr Leute und da wird mehr Mana produziert. Und wir sehen, jetzt haben wir nämlich schon die zweite Aktionsmöglichkeit. Und das war Sammelpunkt setzen, Avatar, wie war es doch gleich? Das ist der Papal Magnet. Genau, der päpstliche Magnet. Der päpstliche Magnet, genau. Muss man gerade mal durch diese Anleitung hier blicken, die detaillierte Karte. Wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, kann ich meine Männchen bedingt lenken. Weil die sind tatsächlich völlig frei in ihrer. Das ist die Hütte von meinem Anführer hier. Genau, der hat nämlich das päpstliche Symbol. Dieses Ankh. Und wenn ich den Papal Magnet setze, wird er dorthin gehen. Nee. Du kannst. Also der erste, wenn du keinen Anführer hast, dann ist der erste Siedler, also der erste von den Männchen, der den Magneten berührt. Oh, jetzt. Hat er mir ein Erdbeben gemacht. Ja, wir sehen nämlich, der Gegner ist gerade auch schon. Wir sehen auf der Karte, wie er auch entsprechend planiert. Okay. Dann gehen wir jetzt. Genau, spiel du mal weiter. Ich versuche mal zu erklären jetzt. Wir sehen hier unten unter den Scroll-Icons, da gibt es eins ist im Moment aktiviert. Das ist Settle. Also mit diesem Fähnchen. Das soll ein Fähnchen sein. Und daneben. So, jetzt hat der Markus auch ein Erdbeben beim Gegner ausgelöst. So. Und ihm auch ein bisschen was kaputt gemacht. Und wir haben gesehen, der Mana-Zeiger stand mal kurz auf Erdbeben, jetzt ist er wieder nur auf Magnet setzen. Das heißt, zweites Erdbeben geht jetzt nicht so ohne weiteres. Mhm. Brauchen wir erst wieder mehr Mana. So, genau, also unten dieses Symbol mit dem Pfeil zu dem Magneten, dann laufen die dahin. Also du kannst es zum Beispiel ins Feindesland setzen. Da, ja, genau. Genau. Wenn du das ins Feindesland setzt, das geht, und sagst dann, geh zu den Magneten, dann fallen die quasi über den anderen her. Denn wenn sich zwei gegnerische Figuren begegnen, dann kämpft die auch miteinander. Und damit kannst du quasi zum Angriff übergehen. Aber halt immer nur so indirekt. Genau, dann reden wir vielleicht gerade mal die zwei anderen die zwei anderen Symbole, die es da unten noch gibt, ist einmal Gather Together. Damit kann man Fußvolk zum Anführer schicken und die vereinigen sich dann. Und der Anführer wird dann stärker. Ich werde dem jetzt mal einen Sumpf da reinsetzen. Genau, das sind die Katastrophenmenü. Dann verschwinden die Männchen. Genau, und man hat dieses Braune gesehen, das sind die Sumpffelder. Wenn ein wenn jemand reinläuft, dann verschwindet er. Man hört das dann auch immer so ein Schlürfgeräusch. Ein Herzschlag. Und man hört immer den Herzschlag. Der Herzschlag heißt übrigens was? Nämlich, je langsamer das Herz schlägt, umso besser geht's einem. Umso entspannter sind wir. Und wenn der Gegner ein Fass platt gemacht hat, dann macht das und rast und rast. Also wenn der Herzschlag schneller wird, übles Zeichen. Das Schild anklicken, das da meinst du? Nee, das rechts oben, glaube ich. Und wenn du dann die Figur anklickst. Nein, da kann ich nicht. Nee, du musst die Figur anklicken. Also du kannst damit. Du kannst irgendwie das Schild. Dem das Schild geben. Das habe ich ja, so eben nicht. Nein.